Kann jemand mal schnell seine Axt zücken und die Fensterscheiben einschlagen? Ich hab keine. Moment. Diesmal mach ich's, du warst erst letztes Mal dran. Okay, ihr beide verteidigt mich, ich leg meine Lee-Infeder hier hin. Wir schieben Wache. Geh mal die Arschkarte. So, und dann. Nee. Nicht meine M19 nachladen. Moment. Hatchet. So, die müssen wir jetzt noch einmal nachladen. Und dann schlagen wir die Scheibe ein. Geh kaputt. Du. Mensch, die geht nicht kaputt. Oder stell dich mal ein Stück weiter davor. Geht nicht. Nicht weit, also ein Stück zurück. Ja, kannst du noch einen reinschießen. Hör mal auf einzuschlagen, warte mal. Nicht schießen. Probier's mal bei den Scheiben da drüben. Und wir schieben dabei im Wachen, weil deine Lee Enfield, dass er verschwunden ist. Ja, jetzt ist es kaputt hier. Hey, bewacht mich wenigstens noch ein Stückchen, bis ich meine Enfield wieder habe. Dort hier liegen Bloodbags. Freuen wir weiter. Ja, zu Tubo. Epi. Ach ja, was ist eigentlich mit dem AK-Magazin, das einer von euch wollte? Keine Ahnung. Wie viel AK-Magazin hast du? Eins habe ich. Vier. Achso. Also, ja, ich habe auch vier. Ich habe Morphium gefunden und hier liegt das AK-Magazin dann für euch. Das Morphium, da liegt auch Morphium im Bloodbag. Hier ist das AK-Magazin. Ja, ich komme schon rüber, Latsch. I'm walking, cause I'm used to be, I'm walking. Da, ich hab mal anstelle das Morphin genommen. Hier liegen noch zwei Bloodbags. Oh. Braucht man das Stacheldraht noch? Ich hab die M107 Magazin, braucht niemand, oder? Nein. Kommen die Bloodpacks hin? Da kommen die hin. Ah, scheiße. Kann ich das wegschmeißen? Wie sieht's denn aus? Will jemand noch ein Stacheldraht aufnehmen? Dann kann ich noch ein Bloodpack mitnehmen. Ich hätte Platz für Stacheldraht, ja. Ja, dann kommst du rum. Gleich. Ich hab's mal hier rausgelegt, das ist einmal Stacheldraht. Das liegt jetzt neben dem anderen Bloodpack. Hat jeder von euch ein Jagdmesser? Ja. Ja. Das ist nochmal Morphin. Ich denke, dass jeder auch genug, also mindestens einmal Schmerzmittel drin hat, falls er angegriffen wird. Hab ich. Gut. Jojo, was hast du eigentlich für einen Rucksack? Ach, auch ein Alice-Pack. Ja. Gut. Ja, wenn wir eine relativ große Gruppe inzwischen sind, wird sich keiner an uns rantrauen, so schnell. Wow! Was zur Hölle? Alter! Das ist gerade über euch zusammengebrochen, wie es aussieht. Bei mir fiebst. Ja, da steht ein Typ, aufpassen. Oh, bei mir fiebst. Scheiße. Ich disconnecte, Alter. Scheiße, was war das, Junge? Es sieht so aus, als wäre gerade die Bude über uns zusammengekracht. Warum? Jemand hat mit einer APG ins Krankenhaus reingeschossen. Da stand ein Typ mit einem Armeeanzug. Ja, ich hab gerade disconnected. Ja, hab ich auch. Ich hab auch disconnected. Ich hab aber gar nicht gesehen. Ich hab einen Schockzustand und einen Knochenbruch. Ich hab gar nichts. Ah, fuck. Fuck, Alter, fuck. Ich bin tot. Ja, Basti ist als Einziger, der ist erwischt hat. ich würde sagen Serverwechsel, oder? Ja. Das war gerade so richtig schön. Ich hab mich übelst erschreckt, Alter, und das hat auf einmal übelst losgefiebt, ey. Boah. Ja. Ich bend mal die Aufnahme, bis gleich, Leute. Ciao. Und wieder einmal ein Hallihallo vom 2Gamers-Channel, ein Hallihallo, Entschuldigung. Und wir sind in Kamishovo gespawnt. Ich bin doch gestorben, obwohl ich disconnected habe. Basti ist übrigens auch wieder dabei. Yep. Und wir haben das Bildmaterial mal ausgewertet. Also wir hatten nochmal eine Aufnahme weitergemacht, nachdem ich da gesagt habe, okay, ich breche das jetzt erstmal ab. Danach hat man noch ein Stückchen weiter aufgenommen und haben dann rausgefunden, das ist wirklich ein Hacker gewesen, der hatte Wallhack und alles dabei oder so. Also auf jeden Fall konnte er durch Wände schießen und hat anscheinend auch durch Häuser sehen können und alles sowas. Und dann haben wir uns gesagt, na scheiß auf die Ausrüstung und alles. Wir fangen nochmal neu an. Und wie gesagt, ich bin in Kamishovo gespawnt. Und Kamishovo ist. Sonichi? Ja, Sonichi ist das nächste Dorf von Kamishovo. Und Kamishovo ist das nächste Dorf von Elektro. Und du bist noch an der Ostküste. Ich bin schon so Ost-West-Küste. Mischmasch. Ich geh jetzt erstmal in Kamishovo rein. Ah, toll. Schön, habe ich den ersten zu mir am Arsch.
So, typisch. Wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal in Kamishovo rein. Da steht das Ortsschild. Und da ist anscheinend ziemlich viel Müll drin. Ich gucke jetzt mal, dass ich irgendwie in ein Gebäude reinkomme oder irgendeinen Lootplatz finde. Wow, ich habe 2 AK-Magazine gefunden. Mensch. Die hätte ich letztes Mal sehr gut brauchen können. Naja, auch wie gesagt, hier Basti hat das sehr gut auf Stichwort raushauen können. Wir sind ja eine relativ große Gruppe, jetzt dürfte sich eigentlich kaum noch jemand an uns ranwagen können. Bam, ist eine RPG bei uns im Krankenhaus drin. Das war wie auf Stichwort, echt. Ja, ich hab's ja sogar in den Kopf gekriegt, ja. Was noch lustiger war. Siehst du, es gibt doch Mücken. Ich habe gerade eine Sorne hören. Wenn wir die jetzt in der Aufnahme nachher nochmal gucken, da ist garantiert eine drin. Folgen mich ein paar Zombies. 4 Stück an der Zahl. Ist das normal, dass ich eine Framerate von 11 habe? Ach, keine Ahnung. Egal. So, sehen wir uns. Sehen wir das nächste Mal, wenn wir uns die Aufnahmen nochmal angucken. Aber das ist echt zum Kotzen. Also, ich könnte echt jetzt mich richtig aufregen wegen der Hacker, aber das bringt gar nichts. Natürlich, die Leute hören ja damit auch nicht auf. So, hier ist ein Blockhaus. Ich kriege jetzt mal, weil ich sehe nicht, ob da jetzt um die Ecke ein Zombie ist oder so. Ja, also wie gesagt, wir müssen jetzt komplett nochmal neu anfangen. Und ihr habt vielleicht auch gesehen, meine Menschlichkeit ist auf 150, also im Minusbereich natürlich zurückgegangen. Und das wird noch bis 0 so weitergehen. Ich weiß gar nicht, ob ich als Bandit oder so gespawnt bin. So. Kann man da drüben auch rein? Sieht so aus, da ist so ein Vordach dran. Ich höre jemanden kriechen. Hallo. Ich bin zwar in einer komplett anderen Stadt, aber lass mal. Hey, hier ist sogar was drin. Leere Dosen. Und ein Grafikfehler. Hier ist Boden auf dem Parkett drauf. Also Erde. Ja, ich höre schon. Das habe ich auch schon, ja. Das ist in diesen Blockhäusern immer. Sind die irgendwie komisch, Mann. Okay. Hier in dem Blockhaus war anscheinend nichts drin. Wir gucken mal da drüben in dem Haus drin, wo ein Vordach da dran ist, an diesem Hintereingang. Also ich gehe jetzt erstmal noch schnell in so ein Haus, wo so ein Holzanbau dran ist. Das steht hier nämlich auch in der Stadt rum. Ach, dieses rote Ding. Ja, da waren wir doch auch mal gekillt worden in Elektro. In so ein Ding. Ja. Wenn du irgendwie Essen, Trinken und möglichst auch eine Axt oder eine Waffe irgendwie dabei hast, dann kannst du ja schon mal dich auf den Weg nach Komoshovo machen. Ich hab eine Axt. Na gut, dann brauchst du jetzt noch Essen und Trinken, dann kannst du ja schon mal auf dem Weg. Da ist immer bloß von Zombies belagert, da liegt das Problem. Ach, da. Ach, du wirst von Zombies belagert. Ich hab verstanden, jemand anders. Ich bin schon schwerhörig hier. Das Haus sieht nicht unbedingt so aus, als ob man es aufmachen kann. Die Tür sieht ziemlich aufgeklebt aus. Jo. Es ist nur ein Vordach. Scheiße. Ich weiß, die Zombies sind nicht los. Okay. Wenn ich wieder anfange zu bluten, dann kann ich gleich respawnen. Ne, du hast doch noch eine Bandage, oder? Ne, die habe ich schon aufgebraucht. Oh ne, scheiße. Na, dann spring irgendwo runter oder sowas. Ne, ich blute noch nicht. Aber die Mist, die haben mir schon einen Haufen Leben abgezogen. Da ist eine Lagerhalle. Da gehen wir jetzt mal ran. Hier ist noch so ein Blockhaus, aber da sind die Fenster irgendwie so milchig, da kann man anscheinend nicht rein. Muss nichts bedeuten. Ah, jetzt habe ich wieder eine Bandage gefunden. Sehr schön, wenn du die Zombies los wirst, dann ist es ja mal ein Anfang. Aber ein Zombie mit leerer Dose. Wieso ein Zombie leere Dosen bei sich trägt? Ach, ich habe auch schon Zombies mit leeren Mistgiflaschen gesehen, so ist es nicht. Na gut, das ergibt wenigstens wieder ein bisschen Sinn. Ja, ein Säufer-Zombie oder was? Klar. Natürlich. Ne, einer, der vorher gesoffen hat und dann zum Zombie wurde. Obwohl, dann kann ja auch jemand vorher was gegessen haben, die Dose noch bei sich getragen haben und dann kam ein Zombie. Zombies werden immer lästiger. Zombies werden immer zivilisierter. Ne, lästig. Einigen uns einfach auf lästig. Ja, das sowieso. Und was habe ich gefunden? Ne Lee Enfield. Echt, jetzt schon? Ja. Muni wenigstens dabei. Nee, da liegt keine Muni, das. Neben einem anderen Raum liegt ein Magazin dazu. So, hier ist vor uns Problem wieder ist, dass ich das Ding eh nicht einsetzen kann. Hier ist übrigens auch wieder irgendein Felix auf dem Server. Sind wir auf dem gleichen Server wieder drauf? Kann das sein? Hier ist auch wieder ein Felix, der jetzt schon zum zweiten Mal gekillt wurde. Seitdem ich hier drauf bin.
Alter. Das ist doch nicht der gleiche Server, oder? Nee. Stimmt, sonst wären wir schon lange tot. Yep. Ist hier so, irgendwas drin? Eine Pepsi drin. Dose Pepsi. Ach, hier hat sich anscheinend jemand die Mühe gemacht, die Lagerhalle hier mit Stacheldraht voll zu müllen. Was hier? Motorblock. Ja, ich hab Motorteile gefunden. Boah. Ist das nicht toll? Irgendwo da bei dir in Soinichi müsste ja ein Truck rumstehen in der Mine, ne? Kannst du da vielleicht mal gucken, ob der da steht? Könnte ich tun. Dann würde ich nämlich gleich mal die Motorteile nehmen und mich auch zu dir machen. Boah, genau jetzt finde ich ein AKM-Magazin. Genau jetzt. Ah, ich glaube, ich habe ein Jagdmesser gefunden. Ja, ich habe ein Jagdmesser gefunden. Ist ja schon mal was. Hä? Okay, es gibt so Momente, wo ich. Ich habe gerade einen Roadflare geworfen. Also ich muss nicht. Wie ändert man das nochmal mit den Waffen? Welche man bei sich trägt? Bei dem Roadflare weiß ich nicht. Das hat, konnte man irgendwie mal ändern. Ich wusste das mal. Wieso weißt du es jetzt nicht? Frag mich nicht. Nee, das war die Karte. Wo steht er jetzt? Meinst du, ich sollte versuchen, mal zum Steinbruch zu kommen und zu hoffen, dass da ein Fahrzeug steht? Ja. Okay. Ich drücke jetzt einfach mal alle Tasten durch und guck mal. Hey, das, hey, da kann man ja die Spielerlisten sehen. Ach, ich sehe schon. Trailer. Nicht. Okay. Ach, da ist die Rangliste. Okay, auf I. Ja, das ist auch nicht. Z, A. Hier ist was im Inventar. Ich habe gerade F gedrückt und jemand hat seine Connection verloren. Schade, funktioniert nicht. Ach, wie ging das nochmal, Alter? Also manchmal wirklich echt Momente in diesem Spiel, wo ich absolut ausrasten könnte. Wie halt die Sache mit den Hackern. Jo. Ach komm, ich nehme jetzt erstmal den Motor mit, soweit. Und wenn dann der Truck nicht da steht, dann ja. Der Motor? Ich guck mal. Ja. Okay. Nehmen wir mal so. Zack. Ich habe jetzt einen Motorblock auf meinem Rücken. Eine Autoscheibe. Oh, der verbraucht da auf 4 Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 solche Kästchen verbraucht der. Soll ich eine Autoscheibe mitnehmen? Ach, ich weiß nicht, mach's doch mal. Also, wenn der Wagen da steht, dann haben wir vielleicht Glück. Okay, hier kann man auch noch mal rein. Vielleicht finde ich auch noch was anständig. Hey, ich habe Reifen gefunden und Stahlteile. Jetzt hoffen wir mal wirklich, dass das Ding da steht. Okay, jetzt habe ich nicht mehr genug Platz bei mir im Inventar. Was ich besetzt sehe, sieht schlecht aus. Was? Was ich bis jetzt davon von der Steinbruch sehen konnte, sieht schlecht aus, wie gesagt. Ach Mist. Steht denn normalerweise der Truck? An dieser komischen Stahlleitung da, wo das Gestein immer runterfällt. Ich krieg mal hin und gucke nochmal. Genauer. Weil natürlich ist da direkt vor mir ein Zombie. Wieso auch nicht? So viel Platz brauche ich dafür, ne? Super. Mal gucken, ob ein Motorblock in meinen Rucksack reinpasst. Der hat 8 Plätze. Tatsächlich, da passt ein Motorblock rein. Wie schon gesagt, der hat 8 Plätze. Darf jetzt 6 werden belegt. Guck mal, der Reifen nimmt aber auch viel in Anspruch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch nochmal 6. Okay, ich glaube, Timo hat mich angeschrieben. Und es steht kein Truck da. Aha, Mann. Gibt es nicht noch irgendwo eine andere Chance, dass irgendwo anders da noch ein Auto dasteht oder sowas? Ich habe jetzt so viele Teile, die will ich jetzt gar nicht weggeben. Nicht, dass ich wüsste. Fuck. Aber es ist irgendwie ein bisschen langweilig, jetzt wieder komplett von neu anzufangen und nicht in die Stadt zu können und alles. Naja, Stadt können wir schon.
Ja, nur wir würden eigentlich fast so gut wie sofort verrecken. Weil ich zumindest, ich habe noch gar keine Waffe. Ich meine, ich habe ein Jagdmesser, aber das kannst du ja nicht verwenden. So. Ja, also kein Truck hier. Warte mal, ich suche mal auf der Karte. Also ich mache jetzt mal die Karte auf. Guck mal bei Google. Ja, das muss ich auch erstmal ein Stückchen wieder aufbauen. Ich habe unter 10.000 Punkte. Unter? Wie viel hast du denn noch? 9.000 Schlag mich tot, oder? Ja, 9.000 raus. Okay, jetzt leckt's gerade. Meine Framerate war mal ganz kurz zusammengebrochen. Tut's jetzt schon wieder. Bleib mal kurz liegen. Jo, die ist gerade voll zusammengebrochen. Macht sie jetzt schon wieder? Alter. Serverproblem oder was? Ich habe gerade eine Framerate von 1 gehabt. Ein Bild pro Sekunde. Ja. Ja, schau, ja. Das kommt cool, echt. Also wenn ich mich nicht bewege, geht's. Aber das ist ja nicht wirklich der Sinn. Ja, die bricht immer irgendwie immer wieder zusammen. Das leckt wahrscheinlich gerade bei denen übel. Ah. Scheiße. War hier nicht dieses komische. Okay, ich disconnecte mal ganz kurz und breche die Aufnahme mal für eine Minute ab. Und dann komme ich wieder rein. So, bis gleich, Leute. Ciao.